Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's der Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Zu einem sehr wichtigen Video und zwar schauen wir uns heute an, wie wir eBay-Berichte herunterladen können. Bestimmt macht ihr eure Buchhaltung selber oder lässt diese durch euren Steuerberater machen. Da sind natürlich sehr viele Zahlen notwendig, um das genau zu erfassen. Und das schauen wir uns heute an. Wir schauen uns an, welche Berichte eBay uns überhaupt zur Verfügung stellt, die wir heruntergeladen können, wie wir diese individuell anpassen können und welche Berichte gegebenenfalls für dich notwendig sind. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, wie angekündigt, soll es heute um das Thema eBay-Berichte gehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen schau es dir bitte bis zum Schluss an. Wir gehen hier die Berichte durch, beziehungsweise die Arten der Berichte, die uns hier eBay zur Verfügung stellt und schauen uns an, welche Berichte denn überhaupt für dich notwendig sind, beziehungsweise welche Berichte du deinem Steuerberater mitteilen kannst, um die Buchhaltung korrekt zu erfassen, falls du das nicht selber machst. Falls du es selber machst, dann wirst du sicherlich schon die Berichte korrekt finden, die für dich angemessen sind. Jedoch habe ich hier eine Anmerkung, die ich zum Schluss des Videos auch nochmal anmerken möchte, was super wichtig ist. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Okay, beginnen wir mal mit den Berichten. Wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Und zwar, wenn ihr in eurem Verkäufer-Cockpit Pro seid, geht ihr auf Zahlungen und dann geht ihr hier auf Berichte, dann kommt ihr genau hierhin, wo ich gerade bin. Hier gibt es noch einen Reiter Berichte, der steht für was ganz anderes, deshalb geht hier über Zahlungen Berichte, dann kommt ihr genau hierhin. So, und wenn ihr dann die Berichte anklickt, kommt ihr zuerst einmal zu den Berichten. Das sind die normalen Berichte und zwar unterscheidet man hier zwischen Transaktionsberichten und Auszahlungsberichten. Was ist der Unterschied? Sagt schon der Name, also Transaktionsbericht ist der, wo jede einzelne Position und Transaktion erfasst wird von euren Verkäufen und den Auszahlungsbericht ist im Grunde genommen dann die Auszahlung, wo detailliert aufgeführt wird, welche Zahlung ihr erhaltet und ausgezahlt werden. Und wir gucken uns das mal an, wir stellen uns mal den Transaktionsbericht erstmal ein, dann können wir hier den Status wählen, dann können wir hier die Transaktionstypen wählen. Es gibt verschiedene Anzeigen, die in dem Transaktionsbericht aufkommen. Ihr könnt natürlich das Ganze für euch individuell anpassen, wie ihr möchtet. Standardmäßig sind alle ausgewählt. Das Datum könnt ihr natürlich auswählen. Ich würde das immer monatsweise machen, es sei denn, ihr macht das Ganze quartalweise. Dann könnt ihr das natürlich auch so einstellen und dann drückt ihr einfach auf Bericht erstellen. Dieser Bericht, den ihr hier erstellen könnt, sowie den Transaktionsbericht als auch den Auszahlungsbericht, wird in einer CSV-Datei ausgegeben. Diesen Bericht könnt ihr mit zum Beispiel Excel wiedergeben und alle Transaktionen euch nochmal anzeigen lassen und alle Positionen der Auszahlungen anzeigen lassen. Jedoch ist für mich meiner Meinung nach dieser Bericht sehr unübersichtlich, es sei denn, man macht schon das Ganze in einer Excel-Tabelle, seine ganze Buchhaltung und zum Beispiel eine Einnahmeüberschussrechnung, dann hat man hier natürlich die Möglichkeit, direkt die ganzen Tabellen zu kopieren und dementsprechend korrekt zu erfassen. So spart man sich viel Arbeit. Aber auch für die Steuerberatung ist sowas von Nutzen, weil die Steuerberater arbeiten mit verschiedenen Tools, wie zum Beispiel auch DATEV. Da wird sowas wie CSV-Dateien natürlich gut eingespielt werden können und dementsprechend müsst ihr hier einfach mal mit eurem Steuerberater sprechen, welche Dateiform bzw. welche Übersicht von Berichten er haben möchte, um die Buchhaltung für euch zu führen. Im besten Falle ladet ihr einfach alle Berichte ihm einmal herunter und stellt ihm die zur Verfügung. So kann er ungefähr wissen, was er denn genau braucht, so dass ihr das immer wieder für ihn bereitstellen könnt. So, und wenn ihr dann diesen Bericht erstellt habt, dann könnt ihr den hier herunterladen und dann, wie gesagt, auf den Zeitraum angepasst, könnt ihr das Ganze machen. Wenn ihr beispielsweise jetzt für euch das Ganze macht und, sagen wir mal, nicht so viele Informationen haben möchtet, wie hier in einem standardmäßigen eingestellten Bericht,
ausgegeben wird, dann könnt ihr das Ganze hier dementsprechend anpassen, wenn ihr hier auf Spalteneinstellungen individuell anpassen klickt. Hier sind viele Dinge, die natürlich standardmäßig vorgegeben sind, aber viele Sachen, die zum Beispiel wie eine Artikelnummer, die euch nicht unbedingt interessiert in dem Bericht, könnt ihr hier euch auch ausblenden lassen. Dann könnt ihr das Ganze speichern und sonst könnt ihr das Ganze auch auf Standardeinstellungen wieder zurückmachen. So, kommen wir zu den Abrechnungsberichten. Das ist viel interessanter für euch, wenn ihr auch die Buchhaltung selber macht. Dann könnt ihr euch natürlich hier Abrechnungsberichte herunterladen. Diese Abrechnungsberichte beinhalten alle Kosten, die aufkommen. Ihr habt hier einmal das Ganze auch monatsweise, das könnt ihr euch erstellen. Diese Abrechnungsberichte werden automatisch von eBay ausgegeben und erstellt. Da müsst ihr jetzt keinen Zeitraum einstellen. Und ihr werdet in der Regel auch per Mail, die ihr bei eBay in den Einstellungen festgelegt habt, darüber benachrichtigt, dass der Abrechnungsbericht zur Verfügung steht für euch. So, und ihr habt hier zwei unterschiedliche Abrechnungsberichte, die euch zur Verfügung stehen. Und zwar die Übersicht, das heißt, da werden die Kosten insgesamt alle einmal angezeigt, in verschiedenen Positionen natürlich auch. Oder ihr könnt einen vollständigen Abrechnungsbericht herunterladen, wo dann dementsprechend auch wieder alle Transaktionen mit den jeweiligen Kosten wie den Verkaufsgebühren, wie den Anzeigegebühren und gegebenenfalls noch weiteren Gebühren und Kosten aufgeschlüsselt werden. So könnt ihr ins Detail verfolgen, macht hier eBay eure Verkäufe bzw. berechnet euch eBay die Verkäufe richtig oder nicht. Hier habe ich für euch mal so ein Beispiel eines Abrechnungsberichtes und zwar seht ihr hier die Auszahlungsübersicht. Hier wird im Grunde genommen alles Punkt für Punkt aufgeschlüsselt, was denn ihr hier insgesamt an Transaktionen hattet bzw. an Transaktionsvolumen insgesamt, was ihr an Auszahlungen erreicht habt und zum Beispiel auch so einen Schlussbetrag, der dann in den nächsten Bericht übertragen wird. Auch einzelne Positionen wie Bestellungen, Fälle, aber auch Rückerstattungen werden hier erfasst und sonstige Gebühren und so weiter alles aufgeschlüsselt. Falls ihr hier zu euren Transaktionen irgendwelche Fragen habt, dann kann ich die euch leider nicht beantworten. Da wendet euch am besten immer direkt an eBay selbst, denn nur die können eure Zahlen dann dementsprechend einsehen und korrekt euch Antworten geben. So, und nun kommen wir zu den normalen Rechnungen. Das sind die Rechnungen, die man auch früher so gesehen hat und sich herunterladen konnte. Das seht ihr dementsprechend hier. Und auch hier ist es so, dass das monatsweise von eBay für euch erstellt wird und dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze auch als PDF euch herunterzuladen. Ihr könnt das Ganze hier euch als eine Zusammenfassung wieder herunterladen oder ins Detail wieder, dass man sagt, alle Kosten werden da aufgeschlüsselt und dementsprechend hier heruntergeladen. Auch hier blende ich euch mal ein Beispiel einer Rechnung ein, die von eBay ausgestellt wurde. Ihr seht es hier, eine vollwertige Rechnung mit allen Positionen. Ich habe auch hier wieder Details ausgeblendet von mir und dementsprechend seht ihr hier die Position der Verkaufsprovisionen, aber auch Anzeigengebühren, Angebotsgebühren gegebenenfalls, wenn welche angefallen sind. Internationale Gebühren, aber auch das Shop-Abonnement, was ihr abgeschlossen habt, wird hier in der Rechnung berechnet, aber auch gegebenenfalls Gutschriften, die ihr dann von eBay nochmal zurückerstattet bekommt. Das Ganze ist alles mit 19% Mehrwertsteuer belastet und was ihr natürlich als Vorsteuer ziehen könnt, wenn ihr vorsteuerabzugsberechtigt seid. Ist es so, dass euch gar nicht die Steuer in Rechnung gestellt wird, falls ihr eBay eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zur Verfügung gestellt habt. Hier müsst ihr dann darauf achten. Es kann natürlich sein, dass dieser Betrag, der euch dann abgezogen wird, sich ein bisschen unterscheidet von dem, was auf dem Konto wirklich zu sehen ist, weil hier teilweise die Gutschriften nicht berechnet werden. So war es zumindest früher. Mittlerweile ist es ja sogar so, dass diese Gebühren ja direkt von den Einnahmen abgezogen werden und dass im Grunde genommen alle Kosten bereinigt werden, euch dann als Auszahlung auf euer Konto gebucht wird. Auch hier wieder, falls ihr Fragen zu euren Abrechnungen habt, die ihr von eBay bekommt, dann wendet euch auf jeden Fall an eBay, denn hier können die wirklich genaueste Informationen geben, falls euch was komisch vorkommt oder irgendwas nicht stimmt.
Das ist im Grunde genommen alles, was ihr hier an Berichten von eBay bekommt. Wenn ihr mehr Informationen möchtet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch hier Berichte und Auszahlungsberichte einmal das Ganze anzeigen zu lassen. Und da seht ihr nochmal Punkt, Schritt für Schritt, wie ihr diese herunterladen könnt, wie die Anpassungen gemacht werden können. Im Grunde genommen das, was ich euch hier gerade schon gezeigt habe. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben möchtet, könnt ihr das entweder bei euch aufrufen oder unter der Videobeschreibung werde ich euch das Ganze auch einmal verlinken, damit ihr euch das Ganze anschauen könnt. Ja, Freunde, so viel zu den eBay-Berichten. Wichtig ist, wie gesagt, das Ganze mit euren Steuerberatern abzuklären, wie genau die Berichte aussehen sollen, und dementsprechend werden diese dann angepasst und individuell für den Steuerberater zusammengestellt, wie er die braucht. Kümmert euch darum, dass ihr diese Berichte auf jeden Fall herunterladen tut, immer, weil gegebenenfalls manche Daten nur 90 Tage einsehbar sind, wie eBay das schreibt. Deshalb ist es wichtig, hier das Ganze auch zumindest quartalweise zu machen, weil ich weiß, viele müssen ihre Steuererklärungen, wenn sie das gewerblich machen, teilweise einmal jährlich nur abgeben, und da würde ich auf jeden Fall immer mir alle Berichte monatsweise im besten Fall herunterladen, um so das Ganze im Endeffekt alles nachvollziehen zu können. Super wichtiges Thema, wie gesagt, falls ihr dazu Fragen habt, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Falls euch das Video gefallen hat und gewissermaßen irgendeine Hilfe war, dann freue ich mich, wenn ihr diesem Video auch einen Daumen hoch gebt. Das motiviert mich für viele weitere Videos und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Falls noch nicht geschehen, abonniere diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.